entsprechendes Screenshot von den Koordinaten, finde ich das nachher nicht, gar nicht wieder zurück. So. Da habe ich F1. Also ist. Ich würde das ja auch machen, aber das ist irgendwie für mich allein ist das mir ist ein bisschen zu teuer. So. Dann musst du hier mit deinen Abonnenten einen Clan aufmachen und irgendwas. Ja, und. Wenn man. Ja, so das meinst du, du meinst so, ich soll dann so einen Spenden-Button auf meinen Kanal einbinden und dann darüber spenden. Nein, ich meine einen Clan, mit denen du dann halt Minecraft, Battlefield, irgendwas halt zockst. Ah, nee, ja. Und dann kannst du die auch damit einbeziehen. Oder du fängst an, damit Geld zu verdienen. Aber das wird noch ein bisschen das, dauern. Das Geld, das er damit für sich zurzeit verdienen würde, würde dafür nicht ausreichen. Das wären, glaube ich, irgendwie gerade mal 2 Euro im Monat oder so. Etwa. Und das reicht nicht so ganz für den 40-Euro-Server. Ach. Also ein Spendenbutton für so eine Homepage und so, das wäre schon was Nettes, ne? Ach verdammt, ich hab mir extra Essen gemacht und das hab ich zu Hause im Ofen liegen lassen. Also, was man so sieht, kommt mal einige Leute bekommen ganz ordentlich Spenden, obwohl die gar nicht so viele Zuschauer haben. Kommt halt immer darauf an, was für Zuschauer du hast. Und teilweise so Leute, die spenden einfach mal, weil sie jemanden cool finden, dem irgendwie monatlich fast 1000 Euro. Solche Leute gibt es, also. Das wird dann locker reichen, wenn eine solche Person hat. Ja. Dann würde ich jetzt mal nicht sagen, es ist unmöglich hier mit Dings, ne? 1000 Euro von einer Person ist schon ziemlich krass. Ja. Wie wenn man so ein Feld macht, wo man einen Block Wasser in die Mitte setzt. Wie groß kann man das denn machen? Drei Felder darum. Nein, vier Felder. Vier Felder? Vier sogar? Ja, vier von der Quelle und du kannst das eckig machen. Das heißt, das ist ein 9x9 Feld. Ne? Wie ist mein, wenn ich das Mathe richtig gemacht habe. Achso, ja, das wäre 9x9. Oh. Mit dem Dings in der Mitte. Das ist eigentlich ganz nett. So eine vernünftige Größe, so. Finde ich, also ich finde das auch ziemlich extrem. 1000 Euro in einem Monat. Das ist. Und von wem kennst du das Beispiel? Jetzt ist kein YouTuber, sondern ein Streamer auf Twitch und der heißt Trey Math. Aha. Also kennst du nicht. Nee, aber ich gucke auch nicht so oft Streams und renne eigentlich nur LOL. Ich zurzeit auch nicht so, aber. Da hat er mal so ein Spenden-Livestream gemacht, weil so ein alter PC den Geist am Geist aufgeben war. Gesagt, ich brauche mal so ein paar Spenden für so ein paar neuen PC. Und dann kam da, als ich einmal eingeschaltet habe, zwischendurch mal so irgendwie 3000 Euro Spenden nacheinander rein fast. Und wie viele Zuschauer hat der? Weiß ich nicht, der hat schon ein paar mehr eigentlich, aber auch nicht so extrem viele. Also, ja. Naja, weil du Twitch ja nicht ganz so gut mit YouTube an, obwohl auf Twitch gibt's auch Abonnenten, oder? Abonnenten sind da bezahlt, also abonnieren kostet da 499 im Monat. Aber man kann denen folgen. Follower gibt es, das ist quasi das, was Abonnenten auf YouTube sind. Ja. Es ist so ein bisschen ungünstig, dass Twitch die Leute, die Abonnenten einfach die Dinger nennt, die wirklich dafür bezahlen, was aber eigentlich auch ganz okay ist, weil wenn du ein Abonnement von irgendwas hast, zum Beispiel einer Zeitschrift, heißt es dafür ja auch was, ne? Ja. Aber das bringt halt im Internet ziemlich viel Verwirrung, weil die meisten, ja, ich bin doch Abonnent, ich hab dich doch abonniert, hä? Weil von YouTube abonnieren ist einfach raufklicken und folgen quasi. Ja, und wenn du jetzt aber Twitter nimmst, da ist ja das einfach folgen. Ja, genau. Aber das, weil YouTube ja die größte Plattform, die irgendwas von wegen Bewegtbildmedium im Internet ist. Und Twitch ist ja auch ein Bewegtbildmedium. Ja, ja. Bringt das deutliche Verwirrung. Ja. Da kommen Leute so an, ja, ich bin doch ein Abonnent. Ja, nee, bist du nicht. Auf Twitch ist das bezahlt und dann, ja. Weil jedem Dritten da wieder erzählen.
Ich glaube, da hinten habe ich ein bisschen mehr Sand gefunden. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Weltwildnisladen gefunden. Ja, ich glaube, ich missbrauche dann nächste Woche einfach den Rechner meiner Mutter als Server. Ich glaube, der ist besser als das hier. Wenn man Internet besser, können die auch einen Rechner missbrauchen als Server. Ich auch, mein Laptop, aber ich weiß nicht, ob das fair. Weiß ich nicht, 6000 reicht doch so gerade eben. Für Minecraft-Server reicht das doch Ja. noch, oder? Ja, Ja, weil mein Router ist also, im ne, Moment die. nicht so geil. Ja, Ich ja. weiß ja nicht, wie viel, obwohl für uns sollte das wirklich reichen, so groß sind dann die Päckchen, die ihr Für ja vier dauerhaft bis schicken fünf müsstet. Personen reicht eigentlich, ja. Für so ein über 10 Leute wäre dann wahrscheinlich schon problematisch, oder? Ja, ich glaube, so ab 8 Leute könnte es anfangen, ein bisschen problematisch zu werden. Also 5 dürfte so auch quasi eher das Limit sein, ab dem es dann irgendwann dann bei 6 anfängt, wo das dann ein bisschen doof kommt. Aber mal schauen. Ich hoffe ja mal Ja. einfach, dass ich irgendwann mal so eine entweder eine kleine Grafikkarte für den Rechner hier kaufe, damit ich den als Server verwenden kann, oder vom Bekannten eine bekomme. Weil der so mit alten Rechnern zu tun hat, den andere Leute wegschmeißen. Es ist quasi so ein Rechner, den man wegschmeißen würde. Während mein Minecraft sich hier gerade auf 6 Frames reduziert. 6 Frames, beste. Aber 6 Frames pro Minute gefühlt. Das war das Problem dabei. 6 Frames geht ja noch, das sind ja 6 Frames pro Sekunde. Das ist ja auch noch Nö, irgendwie. das geht immer noch kein bisschen. Das ist ja noch spielbar, so gerade eben. Hä? Was ist los? 6 Frames Janis, spielbar? du solltest das, glaube ich, als Sarkasmus auffassen. Ja, so halb. Also es geht noch bei 6 Frames. Es ist zwar schrecklich und man sollte es nicht machen, aber es Du ist kannst. möglich. Ich weiß nicht, was Peppy für ein PC hat. Vielleicht ist sein PC ja so, dass er es dauerhaft und sich schon dran gewöhnt hat. Nein. Das habe ich noch in anderen Spielen. In Minecraft noch nicht so. In Minecraft laufe ich hier zurzeit noch gerade mit 80 Frames, aber der hat sich gerade mal auf 7 Frames runtergedingst gehabt. Also. Ist ja noch. Ist immer nett, wenn man dann so gerade einfach ein bisschen rumläuft und auf einmal Frame Drop bis ins Ja. Unendliche. Ja, bei Minecraft geht das ja noch, aber wenn du Multiplayer-Shooter spielst, da ist dann Frame Drop, ja, Schlecht. vielleicht mal wie tot. Eventuell tödlich. Ja. Eventuell. Ich habe ein neues Biom gefunden. Hey. Moment, ich glaube, ich bring nachher neue Saplings mit. So Dark Oak Saplings gibt's. Hier jetzt auch, warte mal. Lass mal jetzt hier ein bisschen Laubdach zerstören. Also 6 Frames sind aber auch wirklich jetzt hier so nicht mehr spielbar eigentlich, aber egal. So, gucken wir mal. Soll ich Pilze mitbringen? Kannst du machen, wenn du auf Pilze stehst? Ja, eigentlich nicht so, aber. Ich habe eigentlich keine Dings mitgenommen, keine Axt. Das ist doch nicht vernünftig. Kriegt man es eigentlich hin, dass diese Striche da zwischen den Glas weg sind? Ha? Kriegt man gar nicht hin ohne Mod. Da brauchst du entweder Optifine oder sowas in Richtung. Ich mir mal wieder Ich hoch. habe eine Wüste gefunden. Oder? Hier ist nur Strand. Es ist aber kein Vanilla-Minecraft-Feature. So. Sollten ja machen, das sieht scheiße hässlich aus. Geht so. Ich habe immerhin jetzt mittlerweile schon farbiges Glas eingeführt, also. Kann sich ja jetzt nicht so wirklich beschweren drüber, ne? So brauchst du Farben. Das war eine Sache, die sehr viele Minecraft-Fans seit Ewigkeiten sich gewünscht haben. Ich gehöre nicht dazu. Aber es gibt es. Das ist eigentlich ganz nett so allgemein. Ja, das ist die Idee, Das ist aber. dann für die Sachen, für die Leute, die wenigstens bauen können, also nicht für so Leute wie dich, ne, Janis. Ach so.
Das du brauchst das jetzt nicht, aber andere Leute, die bauen können. Hat das dir aber gegeben. Die können das durchaus gut gebrauchen. Hey, Zombie. Dir will ich nichts. An sich muss man ja sagen, eine Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten ist ja immer ganz gut. Ja. Und ich finde farbiges Glas, farbigen Lehm gibt es ja dann, den, auf dem ich gerade quasi auf der Suche bin, aber ja, ist jetzt ziemlich erfolglos. Farbige Wolle, das ist schon recht nice. Und mittlerweile 6 verschiedene Arten von Holz, glaube ich. Also, so wirklich beschweren kann man sich da jetzt nicht, ne? Das Einzige, was ich noch beschweren kann, ist, dass es bis jetzt immer nur noch eine Farbe an Zäunen gibt. Also, beziehungsweise eine Holzfarbe an Zäunen plus die Netherwax. Das ist das Einzige, worüber man sich noch beschweren darf, meiner Meinung nach. Es gibt Sandstone nur in einer Farbe. Ne, das ist vollkommen egal. Nur in einer Farbe, es gibt Gras nur in einer Farbe. Ja! Stimmt nicht, komm auf an, welchem Biom du es platzierst. Stimmt, da hat er recht. Genauso wie bei Blättern, also... Boah, wieso liegt denn hier nichts? Es gibt Wasser nur in einer Farbe. Was stimmt auch nicht, muss auch, ist auch je nach Biom unterschiedlich. Ja, oder du hast pink, lila, schwarzes. So wie ich, letzte Folge. Ach ja, genau. Nicht letzte Folge, letzte Aufnahmesession. Ach so. Ich meine, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, ist nur eine Folge. Das wäre aber schön. Da könnten sich die Abonnenten aber drüber freuen. Ja, stimmt, stimmt. Sind ja. Ja, wir nehmen ja ein bisschen länger auf, meistens. Ja, ist meistens. Dann immer verspätet, weil die anderen Idioten das alle nicht hinkriegen, nicht auf die Uhr zu gucken. Ja, Peppi, ey. Du musst dich besser organisieren, nee. wie unsere Ich bin vernünftig oder? Organisiert. Ich bin rechtzeitig da. Ja. Ich rede hier von so ein paar anderen Leuten. Ja. Und vor allem von so Leuten, die einfach ins Kino gehen, anstatt hier zu sein. Ne, das ist. Ihr wisst ja bestimmt nicht, wen ich meine, oder? Nee. Die Leute würdet ihr doch nicht kennen. Die würde ich doch gar nicht erst hier reinnehmen. Nee. Wollen wir eigentlich was kennen gehen? Geht nicht, ich bin noch ewig weit weg. Ja, ich auch. Ich bin gerade hier so fleißig am Sand abbauen. So eine ganze kleine Sandinsel baue ich gerade ab. Und ich bin gerade immer noch auf der Suche nach Clay. Nach Mesa bei ihr rum. So. Sag mir nur Bescheid, wenn ihr ja da seid oder wie der Tag ist. Ja. Ich mal in mein Haus hin und. Es wird in so 10 Minuten wieder Tag sein. Spätestens. Ich dachte, der Tag-Nacht-Zyklus wäre 8 zu 8. 8, 8 und 2 Minuten Wechselzeit. 2 Minuten Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang. Das ist ja. Deine Information ist schon nicht falsch, nur falsch angewendet. Ist mir eigentlich egal. Ich habe bisher noch kein Monster gesehen. Ich habe ja überall Fackeln. Ich nicht. Ich spring gerade einen Berg runter. Ich mache gerade hier ein bisschen. Ja, ich baue ja auch Sand ab und das mache ich immer mit Fackeln. Ach ja, weiß ich nicht. Ich mache das fast nie mit Fackeln.